Hallo, hello und bonjour. Okay, Französisch lassen wir weg. Ja, wir haben jetzt im letzten Part Kaufmannslehrling abgeschlossen. Das heißt, es geht weiter hier mit dem Level Feuertaufe bei Die Siedler 7. Ich lese euch noch die Beschreibung vor. Moach, eine junge Stadt ohne Armee. Die einzige Möglichkeit, Drakorians Schatten abzuschütteln, besteht in einer Allianz mit dem Alchemisten. Er bewohnt das im finsteren Krater gelegene Laboratorium. Okay, starten und... Ja, das gute alte Deutsch lässt mal wieder nach. Unsere Prinzessin war schockiert, als sie von ihrem nächsten Kontrahenten erfuhr. Dieser war nicht nur stark, sondern auch äußerst hinterlistig. Ich habe gerade irgendwas mit schlechtem Deutsch geredet, ich weiß jetzt nicht mehr warum. Ich war jetzt völlig abgelenkt durch das Video wieder. Auch wenn es nicht sehr lange war, naja, vergesst den Satz davor einfach. Okay. Wir spielen hier gegen, Moment, der hieß Drakorian. Und müssen durch die Questliste siegen. Okay. Hört sich doch gut an. Die südlichen Berge. Der Grand Canyon. Oder auch nicht. Moach oder Morach. Keine Ahnung. Ich nenne es einfach mal Moach. Achtes Moor. Ja, ach. Haben wir schon eine Mauer? Geil. Prinzessin Zoe's Schloss. Ich habe schlechte Neuigkeiten, Prinzessin. Ein dunkler Schatten schwebt über uns. Noch ein Widersacher? Ja, Drakorian, Lord Wolverines furchterregendster Krieger, bedroht das Laboratorium. Ich bin mir sicher, er hat nichts Gutes damit vor. Dann müssen wir ihn aufhalten. Wie gehen wir gegen diesen dunklen Ritter vor? So wie gegen alle unsere Feinde. Mit einem perfekten Plan. Genau, mit einem perfekten Plan. Und was wird uns jetzt noch so gezeigt? Ach, Drakorian Schloss. Welche Ehre, euch endlich zu treffen. Wie ich hörte, ist eure bisherige Landnahme erfolgreich verlaufen. Wie auch immer, ich rate euch, nun kehrt zu machen. Es würde mich betrüben, euch Leid zufügen zu müssen. Verborgen in den Tiefen eines gewaltigen Kraters lebt der Alchemist. Also doch der Grand Canyon, oder? Dieser fürchterliche schwarze Ritter vor meiner Tür macht mich wirklich nervös. Wenn mir doch bloß jemand helfen und mir entweder Münzen oder Novizen schicken könnte. Mit Münzen könnte ich meine Söldner bezahlen und Novizen könnten meine Studien fortführen, während ich mich heimlich aus dem Staube mache. Ja, dann schauen wir doch mal, was wir ihm geben. Ich schlage vor, ihr entsendet zunächst einen Kaufmann zu dem Sektor mit den beiden Goldminen. Mit eurem kleinen Münzschatz könnt ihr die Soldaten im dortigen Außenposten bestechen und den Sektor friedlich ein. Okay, wichtige Sektoren. Plant die Erweiterung eures Königreiches sorgfältig. Möglicherweise gibt es Sektoren, die gewaltigen Einfluss auf eure Strategie haben. Eisenschmelze. Mit Eisenerz und Kohle kann die Eisenschmelze Eisen erzeugen. Dieses wird für Werkzeuge und andere Güter benötigt. Werkzeugmacherei. Jeder Arbeiter benötigt ein Werkzeug. Es ist also wichtig, für sicheren Nachschub zu sorgen. Der Werkzeugmacher ist eine Möglichkeit hierzu. Er erfordert Eisen und Holz. Bestechung. Verfügt ihr über Münzen und Kaufleute, seid ihr in der Lage, einen benachbarten Sektor durch Bestechung zu übernehmen. Wählt den entsprechenden Außenposten und startet den Bestechungsversuch. Voraussetzung ist, dass ihr Kaufleute ausgebildet habt. Okay, übernehmt den Sektor mit den Goldminen. Moment mal. Hier ist Gold, hier ist kein Gold. Wie viel müssen wir dem zahlen? Bestechung? 11 Gold. Ich glaube, die spinnen. So, Handelsgilde sind
Ja, dann müssen wir hier jetzt noch einen Hauszierer machen. Machen wir gleich zwei. Dann gucken wir mal, was wir so haben. Zwei Holzfällerhütten, eine Sägemühle, 0 Steinmetze, 0 Kohlebergwerke, 0 Münzprägereien, 0 Goldbergwerke, 0 Eisenschmelzen, 0 Erzbergwerke, 4 Getreidescheunen, 2 Windmühlen, 2 Bäckereien, 0 Fischerhütten, eine Jägerhütte, eine Metzgerei, 0 Pferdezüchter, ein Brunnen, 2 Brauereien, eine Papiermühle, ein 0 Papiermühlen, 0 Buchbindereien meinte ich, 0 Goldschmieden, 0 Schneidereien, 0 Webereien, 0 Schaftzuchten, 0 Waffenschmieden, eine Werkzeugmacherei und eine Radmacherei. Jetzt bestechen wir diesen Ort mal. Da ist auch eine Taverne. Haben wir keine, oder was? Hm, irgendwie nicht. Aber wir haben eine Stadtmauer. Und was wir jetzt auf jeden Fall machen... Moment, ich guck noch mal kurz. Wir haben eine Sägemühle, 2 Holzfällerhütten. Und wo ist das Ganze bitte? Okay, hier. Prestige haben wir hier schon freigeschaltet. Das ist gesperrt mal wieder. Na, wundervoll. Wie schaut's mit der Bestechung aus? Der bringt das Gold gerade hier rüber. Dann gehört der Sektor uns. Und? Hervorragend. Der Goldsektor ist euer. Jetzt könnt ihr bald eure eigenen Münzen produzieren. Genau, meine eigenen Münzen. Nur, ah, da hinten ist das Gold. Okay, Bekehrung. Ein benachbarter, neutraler Sektor kann auf zweifache Weise eingenommen werden. Bestechung und Bekehrung. Zur Bekehrung müsst ihr Geistliche zum dazugehörigen Außenposten schicken. Geologe. Der Geologe verschafft euren Bergleuten ein neues Bestätigungsfeld. Er kann im Prestigebaum freigeschaltet werden. Lasst sie nach weiteren Mineralien suchen, statt Rohstoffe abzubauen. Ein erfreulicher Nebeneffekt sind die Steine, die er gelegentlich findet. Der Arbeitsbereich. Jedem Rohstoff sammelnden Arbeiter ist ein Arbeitsbereich zugewiesen. Ihr könnt den Arbeitsbereich verschieben, um einen anderen Ort zur Bepflanzung und zur Jagd oder zum Abbau zu bestimmen. Taverne. Wenn euch Münzen und Werkzeuge ausgehen, könnt ihr sie eventuell in der Taverne erhandeln. Das, ja, wundervoll. Aber erst will ich Gold. Das geht jetzt so. Oh, so. Das heißt, hier kommt Gold, Gold und Gold. Goldmine und Goldmine. Was wir jetzt machen, ist noch eine Goldmine. So, perfekt. Gold, Gold, Gold. So, Prestige. Erst schalten wir das hier frei, dann die Geologen. Und wir können jetzt auch Steinwege ausbauen. Hier ist jetzt hier ein Steinweg. Wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Dann als nächstes machen wir natürlich Haupt- und Spezialgebäude. Oder? Ja, mach mal. Und dann bauen wir uns noch keine Kirche. Erstmal warten wir. Aber was wir schon mal machen... Na komm. Sind zwei Schafszuchten. Schafszucht und Schafszucht. Boah, ey, mir ist so heiß ohne Ende. Es ist auch verdammt heiß heute. Wo ist denn das Hauptlagerhaus? Da hinten. Da ist genug Wasser. Aber ich glaube, ich baue jetzt hier noch einen hin. Ist, glaube ich, besser. Wo ist denn die Werkzeugmacherei? Hier sind zwei Brauereien, zwei Bäckereien. Werkzeugmacherei.
So, und diese Gärten hier werden an eine Händlergilde angesetzt, also auch so Prestigeobjekte. Wie viel brauchen wir für diesen? 14 Novizen. Soll mit sein, oder? Und hier 45 Gold. 45 Gold, ich glaube, die spinnen. Was sollen wir überhaupt machen? Greift Drakorian an, wir sollen diesen Sektor hier erobern, okay. So, Goldbergwerk. Jetzt, hier unten können wir den Arbeitsbereich verändern. Das setzen wir einfach hier hoch. Dann läuft er hier hoch in die Goldminen. Dasselbe machen wir natürlich noch mit diesem Bergwerk. Dasselbe noch mit diesem. Mit diesem. Mit diesem auch. Und dem hintersten. So, und zwar haben wir jetzt hier 6 Stück. Das heißt, da wird hier einer Geologe. Hier einer Geologe. Und hier einer Geologe. Geologen sind dafür da, dass, sagen wir so, hier sind jetzt 40 Erz, Golderz in der Mine drin. Und das geht immer wieder weg. So, jetzt sind es zum Beispiel nur noch 38, weil hier 2 Golderze schon weggenommen wurden. Und Geologen füllen das wieder auf. Also, sozusagen hat man eine unendliche Mine. Und ja, das ist halt gut. Und die holen auch manchmal hier Stein noch. Das ist auch ganz gut. So braucht man keine Steinminen mehr. Hier ist noch die Bauhütte. Aber jetzt kommt die Kirche. Wenn ich hier mal irgendwo hinpassen würde. Genau. Hier. Der Weg natürlich noch. Was könnte man hier noch so anbauen? Eine Weberei. Und natürlich die Schneiderei noch. Dann noch. Brauchen wir ein neues Haus, verdammt. Oder? Nee. Wohnhaus? Nee, das... Verdammt, jetzt brauchen wir ein gehobenes Wohnhaus. Kein Platz. Da, habe ich doch was. Hier, Schneiderei baue ich hier gerade. Das heißt, wir bauen hier eine Münzprägerei. Und dann warten wir erstmal. Die Schafszucht wird gerade gebaut. Und der Werkzeugmacher braucht Eisen. Wir haben kein Eisen, das heißt, wir müssen uns hier Werkzeuge kaufen. Wenigstens arbeitet das Gold hier. Moment mal. Die Münzprägerei sollte jetzt als erstes gebaut werden. Damit die Werkzeuge dafür auch verwendet werden. Hier, keine Werkzeuge, verdammt. Dabei haben wir doch noch 4. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich richtig knapp. Wie schaut's mit den Handelsrouten aus? Hier bekommen wir Stein, Bretter. Hier unten bekommen wir 4 Gold, bekommen wir 5 Eisenbarren. Das heißt, wir gehen mal hier runter. Der Part ist schon gleich wieder rum. Ja, hier gibt's Eisen und Kohle. Stimmt, Kohle brauche ich ja auch. Verdammt. Um Gold zu machen, brauchen wir ja Kohle. Wie viel will der nochmal? 14 Novizen. Dann machen wir mal 14. Und der Part ist gleich rum. Das heißt, wir sehen uns im nächsten wieder, oder? Deswegen bis gleich, haut rein!